Ja, und somit ein recht herzliches Willkommen zum MotoGP 17. Live aus Austin. Ja, mit der Runde bin ich schon sehr zufrieden. Wir gehen zurück in die Box. Ja, mit unserer Suzuki, muss sagen, sie gefällt mir hier schon sehr gut. Ich komme immer besser zurecht mit der Suzuki. Schauen wir mal auf die Zeiten. 2014, da bin ich... Oh, okay. Ja. Ein bisschen könnte man noch probieren, aber wo ist schon wieder mein Teamkollege? Er ist schon wieder nicht da. Wir mit unserer Suzuki mit Werksunterstützung wollen ja vorne mit ankratzen. Ob es um die WM geht. Momentan schaut es nicht ganz so noch aus. Wir schnuppern ein bisschen ran an die Spitze. Sind aber nicht ganz dran. Wenn wir da mal eine Honda haben, dann voll ausgebaut, glaube ich, schaut die Sache auch wieder ganz anders aus. Auf der Yamaha waren wir ja auch ganz gut unterwegs, eigentlich. Ja, Werksunterstützung komplett hier von Suzuki haben wir bekommen. Es fehlen nur drei Sachen. Ich glaube, der Motor ist schon in der letzten Ausbaustufe. Der Rahmen ist, glaube ich, fertig. Bremse ist noch letzte Ausbaustufe. Und ich glaube, die Federung. Das ist aber jetzt in 3-4 Wochen, glaube ich, alles erledigt. Das heißt, wir haben fast eine Werks-Suzuki. Das ist schon mal gute Ausgangsposition für uns. Und ich habe hier ein gutes Gefühl gerade. Dann schauen wir einfach mal, wie es uns hier so ergeht. Jeff, gib nochmal die Daten ein, check nochmal alles. Ja, und wir schmeißen uns auf unsere Susi. Mittlerweile wirklich schon ein sehr gutes Gefühl. Oh, Rossi erster diesmal, okay. Vielleicht kann er da die WM wieder ein bisschen spannender machen. Wobei ich jetzt nie mehr weiß von der Fahrer- und zur Managerkarriere, wie da die WM-Stände sind. Ich muss mir das immer vorher anschauen, aber ich vergesse immer, wie es aktuell ausschaut. Wo ist unser Teamkollege? Wieder letzter, das gibt's ja nicht. Da irgendwas stimmt auch nicht. Schade. Wäre jetzt ganz nett, wenn er vorne mit dabei wäre. Die erste Kurve. Innen Maverick, das könnte für ihn ganz gut sein. Für uns schaut es eigentlich auch nicht so schlecht aus. Iannone da hinten. Ja, wenn keiner will. Versuchen wir mal. Am ersten Sektor ist eh noch eher unser Gebiet. Mit der Brille hat man da einiges an mehr Problemen. Aber wie gesagt, ich fühle mich jetzt schon sehr wohl, als das so zugeht. Wow, da kommt Maverick. Der will da nicht Zweiter sein. Geht dann aber etwas weiter. Ja, man sieht noch, er hat doch ein bisschen mehr PS wie wir, glaube ich. Da luft er kurz auf. Oh, da kommt der Konter von ihm. Sehr gut gemacht. Ja, im dritten Rennen fahren wir hier schon mit Maverick um die Führung. Hab mittlerweile wirklich ein sehr gutes Gefühl auf der Suzuki, muss ich zugeben. Boah! Boah, sorry! Mein Fehler! Der Tobi mit am Start, oder was? Ja, mit dem Geraden, das könnte der Kati gut tun, eigentlich. Tobi gut dabei. Sorry, Maverick. Da sind wir jetzt etwas weit gegangen. Vinales wieder zurück bei Tobi. Leichte Berührung hat es gegeben, aber okay, glaube ich.
So, hier ohne Rutscher, ohne irgendwas durchkommen schön. Hier mit viel Gefühl. Beim Umlegen muss man schon fast wieder bremsen, dass man da nicht zu weit geht. Ja, wenn hier alles passt, kann man vorne mitfahren und wir sind jetzt vorne. Das ist gut, in keinen Zweikampf mehr verwickelt. Das ist die gute Ausgangsposition, die man braucht, um hier in Ostsee zu gewinnen. So, ich muss mich da ein bisschen später trauen noch, einen dicken zumindest. Sonst verlieren wir dagegen die KI, nämlich wertvolle Zeit. Von Marquez wieder mal nichts zu sehen da hinten. Also zumindest nicht hinter die hinteren zwei jetzt. Aber danach könnte er vierter, könnte er schon wieder sein. Ja, Rossi auch nicht da irgendwo. Der wird mit... Ich weiß nicht. Aber Rossi vierter, aber Marquez... Eieiei, ja. Schade. Wieder nicht dabei. War ja jetzt weiter im Quali, glaube ich. Da hat er in der Startphase auch oft ein bisschen Pech. Also Zucki passt wieder hierher sehr gut, witzigerweise. Da habe ich in anderen Motorrädern mehr Probleme gehabt irgendwie. Ich dachte noch, mit der Suzuki wird es hier extrem schwer. Nein, das Gegenteil ist der Fall. Ja, Maverick hat sich ja durchgesetzt gegen Tovi. Das hat er hinbekommen. Ja, er ist einfach der stärkste KI-Fahrer. Runde 4. Ja, ein bisschen zu vorsichtig schon. Die liegt so gut, dieser Zug hier, ist unfassbar. Aber ist das auch mit dem letzten Update geschuldet? Ich weiß nicht. Da kommt schon der Maverick, wir dürfen da nicht trödeln, der ist sehr gut und sehr schnell unterwegs. Konzentrieren, komplett jetzt Fokus.
Quali-Runden mehr oder weniger raushauen, wenn es geht. Quali-Runden mit so einem minimalen Polster drin, dass wir ja nicht stürzen. Gut erwischt. Sehr schön. Eine 201,8 ist perfekt. Also 201 im Rennen bin ich zufrieden. Weiß nicht, ob die KI eine 201 fährt. Die BR für eine 202. Werden wir aber nach dem Rennen eh sehen. Die liegt sowas von genial, die Suzuki, das ist sensationell. Ich fühle mich sowas von wohl auf dem Motorrad gerade, das ist nicht zu fassen. Ja, da freue ich mich schon auf die RS, ich hoffe, da ist ähnlich. Aber wenn die Vorfahrt wieder so hoch ist, dann... ja, ich weiß nicht, schauen wir mal. Dass die Erwartungen nicht zu hoch sind. Da sind wir wirklich schnell enttäuscht. Hier waren die Erwartungen niedrig. Vielleicht ist das auch ein bisschen das Geheimnis. Deswegen läuft es auch relativ gut. Läuft es ganz gut. Und sie liegt einfach Bombe. Sie liegt einfach Bombe. Auch wenn sie in ihr Rest vielleicht gut liegen würde, da habe ich wieder die Angst, dass ich es vielleicht überfahre, das Motorrad. Mit der Suzuki, liebe Grüße, 2017, Zehntel, einmal Zehntel schneller sogar. Liebe Grüße an den Slice. Wenn er zuschaut, mit dem Feeling traue ich mich fast sogar gegen dich fahren hier. Jetzt würde ich es mal versuchen. Bin sicher noch zu langsam, aber nur mal rein vom Feeling her, ist schon mal super. Hatte ich noch nie auf der Strecke. Ja, es passt einfach. Danke an meine Mechaniker, die hier das Motorrad wirklich bis auf die letzte Schraube sowas von geil und optimal eingestellt haben. Ja, wir sind zwar, also Maverick ist zwar glaube ich hinter uns ja Zweiter, der räumt alles ab.
Aber für die WM ist das für uns gar nicht so schlecht. Wir können da vorne ein bisschen mehr ranschnuppern. Wie gesagt, schade ist wirklich nur für unseren Teamkollegen Rossini, dass der im Qualy auf einmal hier so abbeißt. Unser allererster Teamkollege, wie hat er geheißen, weiß ich gar nicht mehr. Der war doch in der zweiten Saison dann auch schon top dabei und auch schon im Qualy, oder? Das gibt's ja nicht. Was ist da los? Moped ist ja okay. Das war genau auf der Yamaha oben damals war das, oder? Ja sicher, auf unserer Yamaha. In der zweiten Saison war doch unser allererster Teamkollege da so stark unterwegs. Im Rennen ist er eh stark, glaube ich, nur das Qualy ist irgendwie verpackt. Maverick gibt er nicht auf. Ja, so wie Hamilton noch immer sagt, so lange wie möglich geradeaus anbremsen, da hat man die beste Verzögerung. Wenn es möglich ist natürlich, vom Streckenlayout her und von der Kurve. Hier geht es nicht, da muss man natürlich schräg anbremsen, hier funktioniert es nicht anders. Aber sofern es möglich ist, vor allem beim Auto dann noch ein bisschen leichter vielleicht. Auf dem Motorrad wahrscheinlich, wenn es möglich ist, so lange wie möglich gerade anbremsen. Gibt die beste Verzögerung. So, und jetzt mit einer sehr, sehr geilen Suzuki geht's in die letzte Runde, die genießen wir noch einmal. Ich hoffe, das Feeling bleibt so, auch bei den nächsten Strecken. Ganz ein anderes Feeling wie im allerersten Rennen in Qatar. Da hatte ich so meine Probleme. Argentinien ging dann schon besser. Aber hier ist es der absolute Wahnsinn. Leicht den Eingang verschlafen. Sehr schön erwischt, sehr schön erwischt die Kurve. Bremspunkt perfekt erwischt. So ein Hauch nach dem Curb Anfang rechts. Ja, perfekt auch hier. Jetzt sind wir hier wunderbar drin im Rhythmus. Strecke jetzt im Schlaf. Können wir jetzt schon mittlerweile. Und das hundertprozentige Vertrauen in das Motorrad. Keine Chance für die Gegner heute. Wir haben einmal im Jahr alles kurz angerempelt, aber wir waren, wir sind auch der Schnellste. Und er ist eh Zweiter geblieben. Ein souverän verdienter Sieg, muss man heute sagen. Muss man heute eindeutig sagen. Ich sag's immer so, wie es ist. 2.009 sind wir sogar gefahren, die schnellste Runde. Lecco mio, Freunde. Über eine Sekunde schneller als Maverick Vinales. Marquez 8er, nein, das ist ja noch bitterer, ach, der musste am Anfang, entweder, ich glaube er ist gestürzt in der ersten Schikane, oder ist er mal generell gestürzt, oder er hat wieder extremes Pech gehabt in der ersten 1-2 Kurven, da sind da eben alle überholt haben, hat das auch nicht mehr vorgegeben, ich glaube der muss so weit hinten ist er fast gestürzt, oder er hat 2-3 Mal irgendwie einen kleinen Schnitzer drin gehabt, rundenmäßig 2.03, boah, Sekunde langsamer als Vinales, das ist traurig. Das ist sehr traurig für Marc Marquez. Gut, wenn er jetzt im Verkehr war, er konnte wahrscheinlich auch nicht wirklich
eine schnelle Runde fahren wahrscheinlich. Ah, Zarko auch noch 10. Schade. Eieiei. Rossini 19. Da konnte er nichts machen von der letzten Position hier auf der Strecke wahrscheinlich. Bradley Smith gar nicht letzter. Hector Barbera letzter. Sam Lowe 20. Gut für ihn hier. Nächstes Jahr eh nicht mehr dabei. Norris Bass. Jack Miller mit dem letzten Punkt und Jonas Folger auch mit 14. Karl Crutchlow nur 14. Jo, da sind wir vor, da haben wir Marquez und Tobi schon überholt. Und sind schon 10 Punkte hinter Rossi. Und 17 hinter Maverick. Alles im Lot, Freunde. Perfekt. Ja, Tobi ist schon wieder gleich viele Punkte wie Marquez. Aber das müssen die zwei sein, die eigentlich Erster sind. Schade, die zwei dazu, dass alle vier von der KI ganz vorne mit dabei sind. Das wäre echt ganz genial. Nächstes Jahr vielleicht dann sogar, obwohl ich jetzt nicht so mag. Wobei jetzt, wo ich nicht mehr mit Rossi in einem Team ist, kriegt man gar nicht mehr so viel mit eigentlich. Das war ja fast schon sympathisch, Lorenzo. Aber fairerweise muss man auch sagen, dass da Rossi auch mit allen Wassern gewaschen ist. Und es Lorenzo natürlich auch nicht leicht gemacht hat. Solange sie da zusammen waren natürlich. Das ist auch noch, muss man auch alles mit einberechnen. Und dass er dann halt nicht so sympathisch das Ganze rüberbringen kann, ja, ist halt so. Aber ein guter Fahrer ist er allemal. Ob es mit der Ducati jetzt aktuell zurechtkommt, ist eine andere Geschichte. Bei den Tests habe ich wieder gehört, dass er wieder nicht so geil unterwegs war, nicht so gut unterwegs. Sogar aufs alte Motorrad, glaube ich, gewechselt ist, dass er ein bisschen Vertrauen wieder bekommt. Wahrscheinlich passt er halt auch nicht drauf auf die Ducati. Rossini hat einen Unfall, okay, und dann ist er doch okay, schade. Ja, Anthony Lewis werden wir wohl Ende der Saison wahrscheinlich raushauen. Der ist zu schwach hier unterwegs. So wie es ausschaut, mal schauen, wie er sich bis Ende der Saison noch tut, aber nicht einmal in den Punkten. Ziel des Rennens wäre 8. gewesen. Davis Rossini mit einem Unfall. Jo. Sonst müssen wir uns dann auch einen neuen wiederholen. Und wir holen uns unseren alten Teamkollegen wieder. Wir werden uns das noch anschauen bis am Ende der Saison natürlich und dann nächste Saison schauen, ob man Fahrermarkt dann vielleicht doch unseren Teamkollegen wieder bekommen. Jo. Das war's dann für heute. Ich sage recht herzlichen Dank fürs Zuschauen. Ich könnte es noch schauen bei der Entwicklung, was wir noch offen haben. 2 Wochen Bremse, 7 Wochen Motor und 2 Wochen Rahmen. So war's. Habe ich euch ein bisschen Blödsinn erzählt, oder? Ich habe gesagt, die Federn sind noch. Nein, der Rahmen ist noch 2 Wochen. Die Bremse noch 2 Wochen und Motor noch 7 Wochen. Und dann sind wir mit unserer G6R komplett auf Werksniveau, wenn es soweit stimmt. Wunderbar, es geht. Es geht nach Jerez, liebe Freunde. Jawohl, das wären jetzt 2 geile Grand Prix mit der Aprilia und mit unserer in dem Rennen sehr, sehr genial abgestimmten Suzuki. Könnte witzig werden. Ich hoffe, wir können wieder mal einen Sieg mitfahren. Ich sag danke fürs Zuschauen. Meisterschaftsplatzierung, jetzt schauen wir, gut, die haben wir jetzt eh gerade angeschaut. Ja, zweimal, also Vinales vor Rossi und Baum und drüben schaue ich jetzt gleich rein, vielleicht merke ich es mal fürs nächste Mal. Bei der Fahrerkarriere, wie schauen wir da aus? Punktestand, Fahrerplatzierung. Da sind wir 5. aber das ist auch Vinales vor Rossi und da ist Marquez noch um ein bisschen besser dabei. Ja, okay, es muss nicht immer so sein, dass er dann ganz schlecht, auch Tobi nicht schlecht. Ah, Tobi ist schon schlecht, Tobi nur 8. Dani, gut dabei, na gut, ist relativ. Aber Marquez hier noch mit dabei, bei der Fahrermeisterschaft.
Wie auf der 5 mit 30 Punkten? Ja, ganz okay. Da müssen wir vielleicht realistisch hier P4 anbeilen. Oder doch P3, weil Marquez über die Saison wird das auch hier nicht halten können. Aber so P3, 4 wäre vielleicht für uns hier mit der Aprilia schon ganz nice. Schauen wir einfach mal. Ich sage danke fürs Zuschauen. Das war's aus Austin mit den zwei Rennen. Und wir sehen das nächste Mal hier in Jerez zu Gast bei den nächsten zwei Rennen unserer MotoGP. Geiles Rennen mit der Suzuki. Bin gespannt, ob wir die Form mitnehmen können nach Jerez zu meiner Lieblingsstrecke, würde ich fast sagen. Bin schon sehr gespannt. Danke fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal, liebe Freunde. Ciao, ciao.